Normalerweise ist hier leckerer Honig drin. Jetzt allerdings ist das Glas leer. Ich weiß aber, wo wir es gefüllt bekommen. Hier bekommen wir den Honig. Dennis Feser, Sie sind ja quasi der Chef der Bienen. Hier ist ja ordentlich was los im Bienenstock. Würde das ausreichen, hier die Bienen, um dieses Glas zu füllen? Ja, auf jeden Fall würde das ausreichen. Allerdings ist das ja hier der Schaukasten. Das ist ein sehr kleines Bienenvolk, das nur auf diesen beiden Waben hier sitzt. Wir haben auch sogenannte Wirtschaftsvölker hier ganz nah stehen, um die Ecke stehen, und da sind dann 30 Waben drin. Und da haben wir dann kräftige Völker, die locker im Jahr 30, 40 Kilo Honig produzieren können. Das würde also auf jeden Fall für dieses Glas ausreichen. Die wohnen allerdings dann nicht hier, sondern an einer ganz anderen Stelle. Ja, das Besondere ist, die Bienen wohnen hier unterm Kirchendach. Warum denn das? Ich wollte für das Projekt einfach einen Ort haben, wo die Bienen im Zentrum des Städtchens sind, wo die Leute regelmäßig vorbeikommen und sich da auch kontinuierlich daran erinnern. Und es ist eben tatsächlich so, dass man herausgefunden hat, wie Bienen auch in der freien Wildbahn ihre Unterschlüpfe, ihre Wohnhöhlen suchen. Und sehr gerne haben sie es, wenn die Öffnung nach Süden gerichtet ist, was hier der Fall ist, und wenn das Ganze so in 8 bis 10 Meter Höhe zu finden ist. Das ist eine gewisse Sicherheit vor wilden Tieren und so. Und das ist einfach super, dass die Kirche das dann hier ermöglicht und sie so zu einem Lebensraum einfach wird für ganz unterschiedliche Spezien. Die Bienen haben hier optimale Bedingungen. Was sagen die Gottesdienstbesucher? Kommen die Bienen ab und zu mal in den Gottesdienst geflogen? Nein, es gibt erstmal keinen direkten Zugang. Und zweitens ist es so, wenn die Bienen erstmal auf Flughöhe sind, dann gehen die nur runter, wenn sie wirklich was Interessantes in Form von Nektar finden. Also alles optimal. Die Frage ist jetzt nur, wie heißt die Kirche, in der die Bienen unterm Dach wohnen?